Hallo und herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Ich bereite heute nichts zu in irgendwelchen Geräten, sondern ich will ein neues Gerät vorstellen, was ich mir bestellt habe. Und zwar einen sogenannten Sous-Vide, französisch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist auf jeden Fall ein Vakuumgarer. Und zwar gibt es auch große Versionen, die man sich hinstellen kann, wo man, glaube ich, auch ein halbes, also so ein ganzes Hähnchen oder sogar ein Huhn oder sonst irgendwas reintun kann. Das Teil müsste ich dann wieder auf den Schrank stellen. Ich habe die Probleme teilweise schon mit meinem Crockpot, dass ich den dann runterholen muss, wieder wegstellen. Ich habe mich jetzt für die kleinere Variante entschieden. Da ist man ein bisschen flexibler. Und was ich ganz toll finde, ist die Verpackung. Das hier war noch in einem großen Packung, in einem großen Karton drin mit einem Füllmaterial. Und dann ist es nochmal in diesem kleinen Karton, der ist auch schön dickwandig. Und dieser Sous-Vide von Mlita ist dann nochmal in so einer Art Styropor-Verpackung gelagert. Man kann also hier Transportschäden fast zu 100% ausschließen. Wurde jetzt mit DHL geliefert, da habe ich normalerweise nie Probleme, aber Amazon lagert auch manchmal aus auf andere Transportdienstleister. Wir gucken uns das jetzt zusammen an. Ich kann leider noch nicht sehr viel damit machen. Ich habe dieses Gerät, wo man die Lebensmittel luftdicht verschließt, also vakuumiert bestellt. Da gibt es allerdings Lieferschwierigkeiten und deswegen reduziere ich mich jetzt aufs Auspacken und auf die erste Verwendung. Dann gucken wir uns das Teil mal an. Ich habe hier oben schon mein Flex-Stativ montiert. Und mal schauen, wie das ganze Teil aussieht. Wie gesagt, das ist die Verpackung. Hier außen steht alles auf Englisch, die Temperaturangabe. Aber wir packen das ganze Gerät jetzt mal aus und gucken, was drin ist. Ich habe da schon mal reingelinst. Deswegen habe ich auch schon gesagt, hier ist noch mal eine Styroporbox. Und da drin haben wir dann das ganze Gerät, das ist also schon ein Riesenteil. Jetzt fängt es wieder an zu piepsen. Mein bekannter Herd, wer schon ein paar Videos geguckt hat. Da haben wir hier eine Bedienungsanleitung. Da habe ich auch schon mal drin rumgestöbert. Es sind, soweit ich gesehen habe, Englisch und Deutsch drin. Die deutsche Übersetzung ist jetzt gewöhnungsbedürftig, aber das ist wie bei allen Geräten, dass man hier keine hohen grammatikalischen Sprünge erwarten sollte. Es steht allerdings alles Wichtige drin. Das habe ich mir schon durchgelesen, wie die Bedienung ist. Ich habe es allerdings noch nicht angeschlossen und das machen wir jetzt gleich mal. Das ist nochmal in der Folie eingepackt. Hier rausholen. So. Da steht extra drin, wenn es einmal runtergefallen ist, sollte man es nicht mehr benutzen. Ich glaube, das braucht man allerdings nicht zu erwähnen. Ich denke mal auch, dass ein Sturz das Teil nicht großartig überleben wird. Es ist alles Kunststoff. Also hier keine hochwertige Edelstahl- oder sonstige Konstruktion. Auch das Einstellrad hier ist Kunststoff. Wirkt jetzt nicht großartig billig, aber hier unten, also es macht einen ordentlichen Eindruck. So, dann gucken wir mal. Was ich jetzt auch schon gesehen habe, also man braucht dann wirklich entweder eine große Box, das habe ich auch schon bei Videos gesehen, einfach so eine Rechteckbox mit hohen Wänden, weil hier bei so einem kleineren Topf hat man dann die Probleme. Jetzt bei diesem großen passt das Teil perfekt rein. Und ich gucke jetzt mal, ob man auch dann im Video hier oben sieht, was mit dem Display passiert. Was ich noch habe, ja, jetzt piepst es wieder. Hier kann man noch so eine kleine Folie abmachen. Ich habe erst am Anfang gedacht, mein Gott, ist das hier oben schon verkratzt. Aber man hat hier die Möglichkeit, das abzumachen. Jetzt stecken wir das Ganze mal rein. So. Jetzt piepst zum ersten Mal nicht mein Herd, sondern dieses Teil hier. Sollte ich noch ein bisschen Licht anmachen? Ne, ich glaube, sowas besser. So, dann haben wir jetzt
den Stecker drin. Es gibt eigentlich nur zwei Knöpfe an dem Gerät. Das ist einmal ein und aus und Set. Und dann gibt es hier einen Schieberegler, also so ein Drehrad, wo man die Temperatur, glaube ich, hoch und runter regeln kann. Jetzt drücken wir mal hier drauf. Ah ja, ein kurzer Drücker, also praktisch so 2 bis 3 Sekunden, auch nicht fest. Und jetzt gucken wir mal, was hier steht. Da haben wir hier Set Time, Work Time und die Temperatur. Ah, genau, wie ich gesehen habe, wenn ich jetzt hier dieses Drehrad verstelle, kann ich jetzt hier auch in exakten Schritten, man sieht hier 22,1, 2, also ich kann hier wirklich genau auf den Punkt meine Temperatur einstellen. 95 Grad ist das höchste. Jetzt drehen wir das Ganze mal runter. 35 Grad, ja, und 0. Gut, also von 0, nee, was habe ich jetzt gerade gesagt? Bis 85? Jetzt bin ich selber. Nee, bis 95. Also 0 bis 95 Grad. Hier stand auch was drin, dass man das Ganze mit Fahrenheit dann auch umstellen kann. Da gibt es eine Tastenkombination. Jetzt würde ich gerne mal ausprobieren. Es heißt ja, dass man das Gerät nicht ohne Wasser verwenden darf. Es gibt jetzt hier eine Minimummarkierung und eine Maximummarkierung. Und dazwischen sollte es liegen. Was ich auch gelesen habe, dass wenn das Minimum unterschritten wird, dass es dann hier einen Warnton gibt. Das Kabel, muss ich jetzt sagen, ist nicht gerade mega lang. Dasselbe habe ich bei meinem Crockpot oder Slow Cooker, wie er heißt, auch, dass ich da die Probleme habe. Jetzt gucken wir mal mit der Einstellung. Eventuell werde ich mein Stativ dann noch anders darstellen. So, ich habe jetzt, wie gesagt, die Kamera woanders da positioniert und versuche jetzt mal, das mit Wasser aufzufüllen. Ich habe jetzt komplett das Teil auf den Boden unten gestellt. So, jetzt gucken wir mal, wie viel da reinpasst, bis ich an der Minimumgrenze bin. Das kommt natürlich jetzt auch darauf an, was für ein Gefäß man hat. Ich denke, dass ich mir auch noch so eine hitzebeständige Box kaufe. Die habe ich in einem Video gesehen. Jetzt habe ich nämlich schon hier meine 3 Liter. Es hat halt dann auch immer mit ein bisschen Wasserverschwendung zu tun, wenn ich jetzt hier ein bisschen Gemüse reinmache und muss da jetzt etliche Liter Wasser reinkippen. So, da gucken wir mal. Das sind jetzt fast 4 Liter und ich bin hier über dem Minimum. Es steht auch in der Anleitung, dass man besser Richtung Maximum gehen soll, wie zu wenig, weil auch logischerweise dann Wasser verdampft bzw. sich verflüchtigt. Ich gucke jetzt mit der Bedienungsanleitung rein und werde nebenher mal so ein bisschen die Einstellung vornehmen und fange jetzt mal an. So, ich glaube, dass ich das Ding etwas kapiert habe. Ich habe jetzt gerade in dieser Bedienungsanleitung noch mal ausführlich auf Englisch gelesen und jetzt ist alles sehr logisch. Dieser Drehregler hier unten, mit der verstelle ich im Endeffekt alles. Die eingestellte Temperatur, die Arbeitszeit, na, jetzt habe ich wieder, oder die Vorwahlzeit. Und zwar ist das jetzt die Sache, man hat hier zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt erst hier eine Vorwahlzeit mir einstellen. Und zwar muss ich jetzt mal gucken, da stand was von 0 bis 99 Stunden und von 0 bis 59 Minuten. Genau dasselbe kann ich, soweit ich weiß, auch bei der Arbeitszeit. Da beginnt es 0 bis 99 Stunden und auch 0 bis 59 Minuten. Das heißt jetzt effektiv, hier zeigt er mir an, was ich momentan im Topf für eine Temperatur habe. Und hier zeigt er mir die Temperatur an, die ich erreichen möchte. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich gehe jetzt für eine Stunde weg, möchte aber, dass ungefähr eine Viertelstunde vorher das Teil anfängt, dann kann ich jetzt hier über diesen Set-Knopf meine Stunde einstellen. Jetzt gehen wir hier hoch. Oder ich kann jetzt in dem Fall, mache ich das jetzt mal, eine Minute einstellen. Das ist auch sehr gut abgestimmt hier. Also man springt jetzt nicht wild hoch und runter. Dann geht es weiter. Hier kann ich jetzt die Arbeitszeit in Stunden einstellen. Und hier kann ich jetzt auch die Arbeitszeit in Minuten einstellen.
Das heißt, ich mache jetzt, schließe jetzt alles ab, drücke jetzt nochmal Set und effektiv muss ich dann hier kurz drauf drücken. Das habe ich am Anfang nicht kapiert. Jetzt fängt hier das sich an zu drehen und erst wenn das Symbol auftaucht, heißt es, das Gerät fängt in einer Minute an und arbeitet eine Minute. Die Temperatur kann ich jetzt währenddem, dass das anfängt, trotzdem noch verstellen. Also ich kann hier während der gesamten Vorlaufphase, aber auch während der Arbeitsphase die Temperatur verstellen und könnte auch noch, habe ich auch gelesen, die Arbeitszeit justieren. Das ist jetzt auch möglich, aber jetzt warten wir mal kurz. Normalerweise müsste diese Minute gleich rum sein. Sekunden finde ich hier auch unangebracht. Aber so ein Vorwahltimer finde ich klasse. Jetzt gucken wir mal. Also der zeigt immer zwischendurch dann diese aktuelle Temperatur an. Ah, genau, jetzt sehen wir. Und jetzt fängt er, ich schiebe das Ganze mal ein bisschen beiseite, dass man das auch unten sieht. Jetzt fängt er praktisch hier nach einer Minute an, das Wasser auf 50 Grad zu erhitzen. Und man sieht, dass hier unten das sprudelt. Wenn ich das Ganze jetzt unterbrechen möchte, drücke ich auch nur kurz hier drauf und die ganze Geschichte hört wieder auf. Wenn ich zu lange drauf drückt, und zwar jetzt, geht mir die ganze Geschichte wieder komplett aus. Das läuft da unten ein bisschen nach. Man muss also aufpassen hier, weil es gibt, wie gesagt, nur zwei Knöpfe, dass ich hier nicht zu lange drauf drücke. Ich kann jetzt alternativ ohne die Zeitvorwahl mich gleich durchwählen zu der Arbeitszeit. Und da stelle ich mir jetzt zum Beispiel meine 3 Minuten ein, kann jetzt entweder warten, jetzt machen wir mal die Wartemethode. Wenn ich jetzt gar nichts mache, geht er, glaube ich, nach 10 Sekunden aus dieser ganzen Einstellung raus. Genau. Und jetzt geht er nicht automatisch an. Das habe ich am Anfang gedacht. Ich muss jetzt auch wieder kurz diese Taste drücken und jetzt fängt er an, für 3 Minuten lang auf 50 zu erhitzen. Und jetzt gucken wir mal auch, wie schnell diese 50 Grad erreicht sind. Ich habe ja gesagt, so 4 Liter Wasser habe ich jetzt da drin. Und jeder kann sich ja selber ausrechnen, wie lange das beim Herd auch dauert. Ja, jetzt sprudelt der. Der braucht natürlich jetzt erstmal ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob er dann auch dementsprechend eine Konstante entwickelt, um von der Temperatur hochzugehen. Das ist ja dann auch immer die Sache. Man kann sich, glaube ich, dann auch im Internet oder in so speziellen Kochbüchern, die gibt es ja auch für diesen Slow Cooker, da habe ich auch schon geguckt, diese Rezepthefte holen, wo dann auch die genaue Temperatur drin steht. Und was jetzt hier ja auch die Sache ist, ich schmeiße ja jetzt, wenn ich meinen Steak zum Beispiel dauerhaft auf 50 Grad für 25 Minuten garen möchte, schmeiße ich das Ding ja nicht von Anfang an rein. Bei Gemüse kann man es vielleicht ein bisschen besser abschätzen und kann dann diese Vorlaufzeit nutzen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, es braucht schon seine Zeit. Ja, es ist, Wasser war ja ungefähr so knapp an die 30 Grad schon. Ich hatte den ja auch mal laufen. Schnell geht das natürlich nicht. Ja, es ist. Man kann es noch anfassen. Ist jetzt auch nicht so entscheidend, weil ich denke mal, da wird man die Zeit haben. Jetzt gucke ich allerdings mal, jetzt habe ich wieder ein bisschen Licht angemacht hier unten mit dem ganzen Sprudel, was denn passiert, wenn ich jetzt unter dieses Minimum komme. Was ich gelesen habe, dass das Gerät piepst, wenn es fertig ist. So, jetzt zeigt er mir den Error an. Also das Ding fängt an zu piepsen, kann nicht mehr arbeiten. Sobald ich wieder Wasser reingieße, ist er wieder in Ordnung. Also da stand auch in der Bedienungsanleitung, man sollte darauf achten, dass man eher Richtung Maximum geht. Ich werde jetzt die nächsten Tage gucken, dass ich mir so schöne, hochwandige, schmale Plastikbox besorge, weil ich hier jetzt nichts da habe, die dann auch Temperatur aushält, irgendwas Mikrowellengeeignetes und dann hoffe ich, dass auch mein Vakuumierer demnächst kommt. Und dann werde ich hier noch eine ganze Sache zubereiten. Man sieht jetzt,
Wir sind jetzt bei 37 Grad. Das ist eine vertretbare Zeit. Hier unten sprudelt es schön. Es sind auch hier Gebrauchsanweisungen, wie man das Ganze mit Zitronensäurekonzentrat entkalkt. Das soll man nämlich auch machen, wenn man es regelmäßig benutzt, weil ja da innen so eine Heizspirale drin ist, so wie ein Tauchsieder. Das ist jetzt erstmal die Vorstellung. Wenn ich jetzt das Ganze unterbrechen würde, mache ich hier einfach nur kurzen Tastendruck drauf. Ich habe hier wieder mein Menü und wenn ich jetzt ganz ausschalten will, mache ich das länger drauf. Bis jetzt kann ich nichts sagen. Ich habe noch nichts zubereitet. Von der Funktion her finde ich die Bedienungsanleitung ein bisschen problematisch. Ich habe es jetzt herausgefunden mit ein bisschen Spielerei. Diese Klemmeinrichtung hier hält auch sehr gut. Da ist das Kabel praktisch hier durchgeführt, also kann das Kabel auch nicht in den Topf rein. Ich werde dann auch regelmäßig was dazu schreiben, wie sich das Ganze hält. Und falls ich dann schon einen Test gemacht habe, auch mit Lebensmittel, dann werde ich unten den Link reinsetzen. Wem das erste Video hier gefallen hat, der würde ich mich über einen Hilfreichklick freuen, auf Amazon wie auf YouTube. Ich stelle es auf beiden Plattformen zur Verfügung. Und wer bei YouTube mich abonnieren möchte, verpasst auch dann nicht das Video, wenn ich hier einen Steak, Gemüse oder sonstiges gare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück in meiner Küche. Tschüss!